Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen, weiteren Video bei mir. Ich wollte euch mal eben über ein, zwei Neuigkeiten kurz informieren. Unter anderem meine neue Frise, wenn man das Frisur nennen kann. Und ja, mein Vento ist weg, ne? Das Winterauto. Das hat sich nicht mehr, also überhaupt nicht mehr gelohnt mit dem TÜV. Alles gut, ich habe den ja vor 4 Jahren gekauft für 650 Euro. Vielleicht blende ich jetzt hier noch so ein paar Bilder ein oder so. Ich muss mir das mal überlegen. Und habe den dann hier umlackiert. Und hatte mir den ja so fertig gemacht, wie ich da Lust drauf hatte, mit Stickern und sowas alles. Ich fand den mega cool optisch. Ja, aber der war jetzt einfach auf. Ne, der hatte alle Reifen hätten neu gemusst, Bremsen hätten neu gemusst, Bremsschläuche, dann war der undicht. Dann, ich habe den, weil ich da einfach Bock drauf hatte oder das cool gefunden hätte, habe ich auch mal Max Speedshop gefragt, ob der nicht Interesse hatte an dem Vento, den weiterzumachen. Oder ne, den noch ein bisschen weiterleben zu lassen, den ein bisschen Leben einzuhauchen. Habe ich ihn angeboten und er sagte auch, mein Gott, was für ganz schöne Baustelle. Ich habe gesagt, du melde dich, wir werden uns wohl irgendwie einig, aber noch nicht mal mehr Max wollte die Karre haben. So, und wenn noch nicht mal mehr Max die Karre haben wollte, dann heißt das schon einiges. Und zusätzlich, das wusste Max nicht, das ist danach dann passiert tatsächlich noch, Motor vorne undicht krümmermäßig war schon, aber dann fing der Motor auch noch an zu ölen vorne und der Tacho hatte keinen Bock mehr. Also sprich, war auch irgendwie im Arsch. Er hat sich halt überhaupt nicht mehr gelohnt. Also, ne, der ist jetzt weg. Falls sich einer fragt von wegen, wie Rost? Ja, ich hab, der hatte Rost. Ich hab, irgendwo hier werde ich mal so ein Video hinpacken. Da hatte ich schon mal Rost beseitigt an dem Ding, das war auch nicht wenig und ja, da wäre wieder was gekommen, dies, das, jenes, was ich gerade aufgezählt habe, plus irgendwas, was garantiert beim TÜV gewesen wäre, habe ich mir gesagt, das hat sich nicht gelohnt. Aber, da das Winterauto weg ist, brauche ich natürlich ein neues Auto, habe ich mir so gedacht. Und ja, was soll ich sagen, ich habe ein neues Auto gekriegt, musste leider aufgrund des der Gebrauchtwagenpreise aktuell mein Budget ein bisschen erhöhen. Für 650 Euro habe ich jetzt nichts mehr gekriegt, so wie den Vento damals. Aber ja, ich habe was anderes Schönes gekriegt. Für den Preis, wo man sonst, was hätte ich sonst gekriegt? Opel Astra hätte ich gekriegt. Opel Corsa wollte ich nicht. Peugeot 106, Peugeot 206 und so ein Kram hätte ich alle gekriegt. Aber ja, ich habe mir sowas hier geholt. Zum ja, gleichen Kurs. Ein W210 E-Klasse E200 Benz. Voll geil. Hat natürlich ja, die üblichen Roststellen. Das habe ich hier schon mal ein bisschen mit so einem Zeug angesprüht. Ne, klar, W210er Reihe rostet wie blöd. Der hier auch, obwohl er vom alten Herrn ist. Ja, hier, die Dingens habe ich schon reingelegt vom Vento. Das ist alles, was ich gemacht habe, diese geilen Matten. Aber auch noch nicht mal, einfach nur wirklich drauf geschmissen. Und ja, den wollte ich euch jetzt noch zeigen, bevor ich da mal irgendwas mitmache mit dem Ding. Weil irgendwie habe ich natürlich Bock, dann auch irgendwas mit dem zu machen. Weil, ja, der ist nicht im so super Zustand, dass man den aufbewahren muss. W210er, die rosten eh wie blöd. Und hier der Kotflügel, der ist, also einmal hier, siehst du was. Und da habe ich im Wachs drüber gesprüht, aber der ist komplett hinüber, der Kotflügel. Und da können wir dann jetzt im Sommer mal schön zum Schrottplatz irgendwo fahren und gucken, ob ich da einen neuen Kotflügel kriege für die Karre. Hätte ich Bock drauf, habt ihr da auch Lust zu, da mitzukommen beim Schrottplatz? Und dann gucken wir, ob die da was Neues haben. Am besten in der gleichen Farbe, wenn nicht, könnte das sein, dass das vielleicht auch nicht ganz so schlimm ist. Ja, das soll es dann erstmal wieder gewesen sein als kleines Update. Ein Auto ist gegangen, ein neues ist wieder gekommen. Wir gucken, was wir hier auch Schönes machen. Ich fand den Vento, den hatte ich ganz geil hergerichtet.
gefiel mir zumindest nachher viel geiler als vorher. Bisschen schade ist es, dass er weg ist, aber wie gesagt, wenn noch nicht mal mehr Max Bock hat auf die Karre, dann will das was heißen. Dann konnte ich dem wohl reinen Gewissens abgeben. Ich habe da sogar noch Geld für gekriegt, was ich nicht gedacht hätte. Kein böses Blut, übrigens, nenne ich falsch verstehen. Max, alles okay, alles cool, überhaupt nicht böse, dass er den nicht genommen hat, ist ja sein gutes Recht, er muss ja nicht meinen Müll kaufen. Ne? Also, alles cool. Alles cool, falls du das sehen solltest, alles cool. Vielleicht hast du ja ein paar Jahre Bock, den hier zu nehmen. Nein, Spaß. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, ich werde euch auf dem Laufenden halten, peu à peu, immer mal wieder ein bisschen oder sowas. Und dann sehen wir weiter. Bis dann, ciao.